Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute mal auf der Map Wild West, weil wir Abwechslung so sehr lieben und wir die Map ja schon ewig nicht mehr hatten. Ja, Größe 4x3 und mit dabei ist der Torben, ich bin alleine. Auf jeden Fall spielen wir Bed Wars für Montag, heute ist Sonntag. Ja, das ganze Wochenende war chilliges Wetter, glaube ich zumindest. Gestern Abend, also samstags, war ich im Kino. In The Avengers, wer da noch nicht drin war, ist ein mega geiler Film, solltet ihr reingehen, ist echt cool. Mit zwei anderen Boys habe ich auch getwittert, dass wir uns da die VIP-Lounge gegönnt haben. Und ja, dann, also heute am Sonntag, nice, wir sind noch zu zweit, okay, egal, kein Ding. Am Sonntag habe ich nichts Besonderes gemacht, war halt ein bisschen Fußball spielen, was man so sonntags macht. Und morgen ist Montag, da haben wir noch Schule, aber auch nur 5 Stunden, glaube ich. Und dann haben wir frei wegen den Abiturprüfungen. Dienstag fällt dann komplett aus wegen den Abiturprüfungen. Mittwoch ist ganz normal Schule. Donnerstag fällt aus, weil Feiertag ist. Und Freitag fällt aus, weil Brückentag ist. Und ja, das heißt, wir haben nächste Woche eine richtig chillige Schulwoche. Ich werde versuchen, mich mehr um YouTube zu kümmern, aber am Dienstag soll das Wetter ja super geil werden, 31 Grad. Und da werden wir erstmal Longboard fahren, aber vielleicht werde ich da aufnehmen und dann nehme ich euch quasi mit hier durch Gelsenkirchen, ja, oder halt Umgebung, je nachdem, wo wir hinfahren. Am Sonntag der nächsten Woche haben wir auch was mit den Longboards vor, da wollen wir nämlich mit dem Zug erstmal von hier nach, also von Gelsenkirchen nach Düsseldorf fahren und dann von Düsseldorf Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof. Sind irgendwie 40 Kilometer, wird eine coole Tour und freue ich mich schon drauf. Da werde ich euch mitnehmen, auf jeden Fall. Ich kann auch gerade irgendwie, beherrsche ich den Treppenbau nicht mehr so richtig. Fällt mir gerade mal so auf. So, das war schon eine bessere Treppe hier. Wonderful. 2 Gold, oh, hier liegen nur 3. Das ist ein Traum, Leute. Das ist einfach nur traumhaft. Das bauen wir hier mal zu. Für die Leute, die keine Spitzhacke bzw. keine Blöcke dabei haben, weil ich gesehen habe, dass die eine Leiter abgesprungen ist. Das heißt, ja, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, in meinem Zimmer hat sich wieder nichts verändert, außer dass der Pappstapel hinten links in der Ecke immer größer wird. Ja gut, ne? Da ist noch Pappe von meinem Stuhl und jetzt auch noch von so einem Mixer, den sich meine Mutter geholt hat. Ja, gut. Da wird immer was dazukommen, bis ich das mal wegräume. Sonst hat sich nichts verändert, wie gesagt, alles beim Alten. Die Möbel sollten Ende Mai kommen. Ende Mai oder Mitte Mai. Kommt drauf an, ob die sich noch ein bisschen Zeug gönnen oder ob die das mal fertig machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Dann werde ich euch, weil es ja viele von euch auch wollten, die Roomtour geben. Und ja, genau. Das wird dann, ja, die Kiste habe ich jetzt nicht so toll gesetzt, so wie ich mir das vorgestellt habe in meinen tiefsten Träumen. Aber okay, der Gelbe ist aber nicht bei uns, das weiß ich. Du bist ein kleiner Schlingel, bist du. Ja, so nicht, Bruninator. Nicht mit uns. Ah nein, mein Mate wurde getötet. Das macht mich jetzt ein bisschen sad. Muss ich ehrlich sagen. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Muss mich hier ein bisschen in Acht nehmen, sodass ich den da ficken kann. Komm her, Player Julian, komm her. Du kommst hier doch nicht mehr weg. Er glaubt es wohl selbst nicht. Bevor du hier nochmal wegkommst, ey. Oh, ich glaube, er will Beef. Ich glaube, er will richtig dick Beef hier. Das Schnuckelchen. Boah, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack hier. Ich kann nicht auch von hier bekämpfen. Da kenne ich nichts. Zack. Zack. Es lag gerade mal wieder. Alter, ich glaube, diese Map laggt einfach. Kann das? Außerdem ist da eine unsichtbare Wand in. Nice, einer down. So muss das. Der Kartoffelschäler.
Boah, ey, diese Leute. Alter, irgendwie ist da eine unsichtbare Wand in dem Zauntor. Jetzt nicht mehr. Ach so. Ja, weißt du, da hat man gerade den Mythos hier entlarvt und dann ist die unsichtbare. Okay, jetzt gehe ich drauf. Also, ich werde nicht sterben, aber ich werde drauf gehen halt. Oho, dickes Battle hier. Auf jeden Fall am Stissel. Den werde ich frühzeitig davon überzeugen, besser sich nicht mit mir anzulegen. Gelbes Bett ist also schon zerstört, alles klar. Da kommt der Rote aber zurück. Das ist eine Schlinge. Ach, der Rote ist doch bei mir. Oh, da will ein Grüner anscheinend ziemlich dickes Beef. Der Grüne ist tatsächlich tot. Okay, grün fiste ich. Das heißt, ich werde mich jetzt zu denen begeben. Ich habe nicht mehr allzu viele Blöcke, das heißt, ich muss da hochmarschieren. Als ob ich es nie anders gemacht hätte. Ach, die sind ja noch zu dritt. Das ist natürlich richtig. So, aber da kenne ich nichts. Da marschiere ich einfach durch. Die Konzentration war gerade tatsächlich hoch. Aber ganz locker und rennt auch wieder in die Mitte hier. Wie ein Profi. Oh, oh. Da will einer aber gehörig Stress, du. Ne, so nicht, Freundchen, so nicht. Danke. Oh mein Gott, ich hatte gerade schon wieder Panik, dass ich den nicht treffe. Aber alles gut gelaufen. Das Glück war tatsächlich auf meiner Seite, beziehungsweise mein Können war auf meiner Seite. Tatsächlich leckt es auf dieser Map. Ich hoffe mal, in der Aufnahme, also zumindest war es beim letzten Mal so, dass man das in der Aufnahme nicht gesehen hat. Ich hoffe, diesmal ist es ebenso der Fall. Weil das macht mich echt ein bisschen traurig. Aber es ist typisch Minecraft halt, ne? Wer kennt es nicht von Minecraft? So, wir haben 11 Gold. Davon hole ich mir erstmal ein Eisenschwert. Zack. Und der Rest wandert dann in die Teamkiste. Da sind jetzt 7 drin. Das ist doch ein bisschen gönnerhaft. Da will einer jetzt anscheinend ein bisschen Stress mit uns. Aber da kenne ich nichts hier. Zack. Zack. Verpiss dich bitte. Nice, unser ist drauf. Ah, ich dachte, ich hätte ihn. Glaub nicht, dass du dich da von mir ewig verstecken kannst, Freundchen. Oh. Gefährlich. Gefährlich. So, jetzt hole ich mir dich. So fangen wir hier gar nicht aus an, mein Freund. Ein paar Blöckchens. Da liegen noch genug Bronze. Da liegt noch genug Bronze für dich. Also ich spreche jetzt gerade mit meinem Mate. Um dir ein wenig Dings zu holen. Wie nennt sich das nochmal? Hier, Blöcke. Guttorben. Ich dachte, hier hätte er wieder eine seiner Fallen aufgebaut. Dass man da einfach runterspringt und im Down wie geht. Nice, Kartoffelschäler ist weg. Die Welt wurde vom Kartoffelschäler bereinigt, gereinigt, befreit. Wir sind bei 8 Minuten 39, ist doch eine schöne Zeit hier. Ist doch alles chillig. Was geht gerade bei Geld ab? Wo ist Gelb? Okay. Ich weiß gerade nicht, wo Gelb ist. Ach! Das ist Gelb. Das Shirt hier ist übrigens cool, ne? Das könnt ihr euch im Shop von uns kaufen. Ist eine Empfehlung von mir. Aus 100% Baumwolle. Keine Ahnung. Aber es ist beste Qualität, Leute. Gönnt euch das doch mal ruhig. Da ist nichts Besonderes, steht einfach amazing drauf. Aber weißt du, das ist halt amazing, ne? Und wenn man euch dann auf der Gamescom oder so sieht, weiß man, dass ihr zu uns gehört. Natürlich könnt ihr euch so selbst ein Shirt bedrucken lassen, wie euch das gefällt, weil da zum Beispiel auch einer in die Kommentare geschrieben, ich weiß jetzt gerade nicht wer, dass er sich ein T-Shirt bedrucken lassen hat, wo KonsolMP draufsteht. Finde ich natürlich auch mega korrekt. Ich frage mich jetzt gerade nur, wo der eine gelbe und der eine blaue sind, ob die da oben auf dem Dach rumspielen und ob die nicht vielleicht mal runterkommen mögen. Aber das Ganze können wir natürlich ganz leicht herausfinden. Sophia, do your job.
Okay, sie sprengt auf jeden Fall gleich die Kissen weg, will ich mal hoffen. Falls nicht, habe ich ja hier noch Ramses auch wieder in meinem Video drin. Das heißt, es gibt schon mal 2000 Daumen mehr nach oben quasi. Mach's mal bitte, Sophia. Kannst du das mal bitte hier... Das hat super funktioniert, aber ich habe hier irgendwie gerade Falschschaden gehört. Was hast du dazu, Sophia? Nee, du bleibst dabei, ne? Da oben sind die. Doch nicht? Ach, guck mal an. Hallöchen. Okay, tschüss. So, und wo ist der andere, Sophia? Sophia? Wo ist denn der andere? Du sagst schon, der andere ist da. Nee, hä? Ja, wo denn? Mensch, Sophia, jetzt entscheide dich hier doch mal. Was ist denn, wenn ich dich hier hinsetze? Ihr wollt nach da, ne? Und wenn ich dich hier hinsetze? Du explodierst einfach direkt. Kann man auch machen. Warum eigentlich nicht, ne? Ist ja eh besser. Erfüllt mehr seinen Zweck, so quasi. Zack. Ich will mich nicht vom Gelben töten lassen. Ach, da ist der Gelbe. Hallo, Gelber. Bruninator hier, so ein bisschen. Bruninator, jetzt bleibt doch hier mal stehen. Bruni, Bruni, Bruni. Du bist doch ein Schlawiner hier. Du hast doch jetzt keinen Bogen. Das heißt, eigentlich sollte es easy für mich sein, dich da runter zu schießen. Versuch es doch nicht. Versuch es doch nicht, Fräulein. Ja, komm, wenn du das sneakst, bist du auch kein größeres, schwereres Ziel für mich. Oh, das war's. Nice. Ja, Leute, GG, 5er KD, quasi alles alleine gemacht, aber okay, kann ich mitleben. Klein Dena war schließlich dabei und hat Team Gelb tatsächlich, hat das Bett von Team Gelb tatsächlich abgebaut. Ich habe dann halt den Rest gemacht, mit Hilfe von dem Gelben, was ich aber auch alleine hingekriegt hätte tatsächlich. Und ja, es ist eine Folge Bad Wars, Leute, es ist zwar alleine, aber immerhin produziere ich, ja. Und dafür könnt ihr ja schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert, um gar nichts mehr zu verpassen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.